Ich hoffe jetzt, dass auch übrigens der Chat richtig steht. Nicht, dass es irgendwie in das Bild schmuggelt und irgendwie falsch zu sehen ist. Das ist irgendwie gerade mein... Ich hatte nämlich gerade nur das Fenster kopiert, wo der Chat drin ist und es einfach bei Stardew Valley mit eingefügt. Von daher, mir geht's gut, dankeschön. Dann wünsche ich dir gute Besserung. Ach ja, der kann ja noch nicht zerhackt werden. Okay. Was? Warning, Stamina ist 50%. Ich bin hier gerade ein bisschen am Rumwerkeln. Ach ja, ja, okay. Ja, dann... Achso. So. Wir haben... 3:15, gleich 4 im Spiel. Ob ich nochmal versuche, in die Stadt zu gehen? Wäre eigentlich eine Idee, ne? Hab auch mal viel Zeug eingesammelt. So. Caroline. Hallo Caroline. Caroline? Caroline ist schon wieder weg. Jetzt bleib doch mal stehen. Okay, was mit Penny? Penny. Oh. Menno. Maroon, Elliot, Jazz. Wo ist wer? Wie soll ich denn mit denen reden, wenn die immer weg sind?
Wisst ihr was? Geht's einheben. Alles frustrierend. Warte mal, was war das? Augenblick. Nein, jetzt hat er das wieder. Was hebe ich mit Lehm? Jetzt habe ich... Kann ich das nicht... Ich kann die nicht ernten. Mann, das ist doof. Mann. Muss ich wieder nach Hause. Muss ich erstmal wieder alles aufräumen. Und dann kann ich das erst holen. Aber heute kann ich das nicht mehr machen, weil es wird schon spät. Holz, wow. Okay, Lehm. Ja, Lehm. Tun wir auch mal rein. So. Jetzt ist es schon 9.50 Uhr und jetzt kann ich diesen schönen Busch, jetzt ist er morgen bestimmt weg, dieser schöne Lachsbärenbusch. Manu. Jetzt Brustschlafen gehe ich jetzt. Nee. Mann. Fernseher. Nee. Achso. Wetterbericht. Willkommen bei Kozu Fünfter, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird ein wunderschöner, sonniger Tag. Okay. Das war Nummer 1. 2. Wasa. Hallo? Das habe ich ja schon gelesen. Den Wahrsager wollte ich bitte. Willkommen zurück bei Velvix Orakel. Wenn du geheimes Wissen über die Zukunft suchst, bist du hier richtig. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Haben wir noch was? Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land.
hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. A. Erfrischender Regen, der beste Freund des Bauern. Wenn es regnet, brauchst du dir um die Bewässerung eurer Pflanzen keine Gedanken machen. Nutze das zu deinem Vorteil. Na dann. Okay, wissen wir das auch. Okay, mehr haben wir nicht. 7 Uhr. Rüber zum Busstopp. Und dann hier hin rüber. Hey! Kikeriki! So. Mal gucken. Oh, der ist noch da. Der ist noch da, der ist noch da, der ist noch da. Le Büsch. Okay, gibt's noch irgendwas? Da ist noch einer. Aha, wo sind die Bären jetzt hingeflogen? Da sind noch mehr. Wie viel haben wir denn hier von den Lachsbären? Das ist doch eher die Tür? Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber ich könnte meine Gießkanne mal auffüllen. Plop. Ja, aber was ist mit der Tür? Wer ist der Tür? Oder was ist so ähnlich wie der Tür? Das habe ich nicht ganz verstanden. So, Gießkanne. Naja, nee, das ist halt, die Busstation ist halt eine Busstation. Also, du gehst halt dahin und von dort aus kannst du halt in die verschiedenen Richtungen gehen. Und der Bus, der fährt gerade nicht. Also, es ist eine ganz normale Busstation. Okay, wenn es mal. Wir essen die jetzt mal. Hä? Hallo? Hm. Nee. Thank you.
Lecker. Halt, nein. Ich wollte... Ach so. Hä? Moment. Okay. So, mal ein bisschen Hunger stillen. So. Ach so. Ach so, meinst du das? Ja, gut. Ja. Ja, der Bus fährt da, wie gesagt, nicht. Wobei, wir müssten mal auf den Plan gucken, ob da wieder was steht. Warte mal. Ticket Machine. Hier ist noch einer. Hier ist noch ein Busch. Okay. Ach nee, ich wollte woanders hin. Ach, jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich. Okay. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die drei Holz noch aufheben können, die da liegen. Ui, nochmal viel eingesammelt. So. So. Mist. Das wollte ich eigentlich. So. 5 Uhr am Nachmittag, so rum. So. Was macht man eigentlich damit? Ach so, das sind die. Ach so, das sind. Ah, verstehe. Okay, alles klar. Die brauchen wir vielleicht noch. Stein bräuchte ich eigentlich auch noch. Ja. Na gut. Die Lachsbeeren haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Was haben wir denn hier noch? So.
Okay, es wird Nacht. Es wird Nacht, Senorita. Und wir müssen ins Bett. Komm, wir gehen in mein Häuschen. Da ist es sehr nett. Mit ein paar Lachsbären vielleicht. Da kann man wunderschön essen. Was? Was ist hier passiert? Ach so, das ist das Gewächshaus. Ich hatte schon... Oh Gott. Oh Gott. Ich hatte schon gedacht, mir hat jemand mein Haus zerstört. Scheiße. So. Ach ja, Kiste. So. So, das verschieben wir hier rein. Harz, wupp. Die Kiefernzapfen, ja, kann ich da lassen. Gut. Bett. So. Nächster Morgen. So, und wieder. Täglich grüßt das Murmeltier. Den Wetterbericht natürlich wieder. Willkommen bei Kozu Fünfter, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Na prima. So, dann der Wahrsager. Der hat mich bestimmt wieder als neuen Zuschauer erkannt. Ach, ich fühle, dass ein neuer Zuschauer hinzugekommen ist. Ich wusste es. Ein junger Mann aus dem Sternentautal. Willkommen, willkommen. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Na hurra! So, was müssen wir denn, was machen wir denn heute mal? Habt ihr einen Vorschlag? Was wollen wir heute mal machen? Ich wollte heute eigentlich mal in den Saloon gehen und wollte mal gucken, ob ich irgendwelche Leute treffe, aber das so früh brauche ich nicht zu gucken, glaube ich. Ich warte mal auf Antworten. Währenddessen trinke ich einen Schluck Wasser aus meiner eigenen Anbaukunst. Selbst gemacht. Ja, wollen wir irgendwas Bestimmtes machen? Wollen wir irgendwie noch ein bisschen mehr einpflanzen? Wir haben noch ein paar Sachen zum Einpflanzen. Ich könnte mir auch mal ein paar andere Sachen noch holen zum Einpflanzen. So eben Essbares, aber das brauche ich erstmal Gold. Wie viel habe ich denn? 50 Gold. Ja, das... Das mit der Kneipe klingt gut. Na gut, dann... Ja. Wir haben... 8:30, knapp. Wir gehen erstmal nach da und gehen hinaus und haben einen Post. Der Schmied, der braucht, wenn er meine Werkzeuge verbessern soll, braucht er Erz und er braucht noch ein paar andere Ingredienzien, um meine Werkzeuge zu verbessern. Und zum Aufbrechen von irgendwas habe ich noch nichts. Da muss ich erst mit Steinen weiter, muss ich erstmal Steine suchen und die aufbrechen, beziehungsweise
doch aufbrechen, um dann zu gucken, was da drin ist. Ob nur Kohle oder eben so eine Geode wie letztes Mal. Da muss ich eben gucken. So. Oh, wir haben eine Pastinake, die wir ernten können. Jetzt gehen wir erstmal dahin. Alex, ich habe eine Bitte. Ich brauche frischen Blumenkohl für ein Rezept, das ich ausprobieren will. Könntest du mir einen bringen? Jody, left click to accept quest. Okay, können wir das nochmal lesen? Alex, ich habe eine Bitte. Ich brauche frischen Blumenkohl für ein Rezept, das ich ausprobieren will. Könntest du mir einen bringen? Jody, left click to accept quest. Alex, ich habe eine Bitte. Ich brauche... Jetzt wissen wir's. Okay. Blumenkohl. Mailbox. Ja, ich möchte... Hallo? Ja, wir haben eine Pastinake, die wir ernten können. Was? Wo ist sie? Da. Schwupp. Hier könnten wir jetzt was einpflanzen. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt gerade nichts anderes. Kiefernzapfen. Die wollte ich. Die wollte ich nämlich machen. Okay, wir haben keine Kiefernzapfen mehr. Gut. Blumenkohl. Ich habe gar keinen Blumenkohl gerade. Blumenkohl. Den müsste ich mal gießen. So. Kann der noch vielleicht Dünger vertragen? Muss vor dem Pflanzen hinzugefügt werden. Oh. Upsi. Na gut, das wird dann wohl nichts. Okay. Ja, das mit dem Blumenkohl. Ja, das... ja. Ich hoffe, Jody, das muss nicht heute sein. Der Blumenkohl ist noch nicht fertig. So. Ach, da hinten. Hä, wieso... Okay, ich habe hier in der Liste noch 3 Holz, aber die kann ich nicht erreichen. Das ist sehr witzig. So, Und dann gehen wir mal in die Stadt. Okay, wir haben jetzt 1 gleich. Das könnten vielleicht schon... Könnte man vielleicht mal ein paar Leute antreffen. Oh, warte mal. Stopp. Louis. Wo ist jetzt schon wieder dieser Louis hin? Mensch, wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er weg. Moving to 21 to 43. Louis is north. Mann, jetzt verschwind doch nicht immer. 24 to 32. Louis is east 1. Oh Mann, Leute, wisst ihr was? Habt mich mal gern. Ganz ehrlich. Wenn ihr nicht mal warten könnt. Kann ich noch eine Narzisse pflücken? Plupp. So.
Noch eine Narzisse. Noch eine. Okay, da war wieder mal ein Spam im Chat. Ich mache jetzt alle Narzissen platt. So. Nein. Saloon Door. So, wen haben wir denn jetzt hier? Wir haben Gus, Emily, Sam, Abigail. Ach, Emily, warte mal, Emily. Emily said, entschuldige, Alex. Ich mag das nicht. Was? Emily said, entschuldige, Alex. Was will die? Emily said. Ach Mann. Hallo? Was magst du nicht? Was magst du nicht? Was habe ich denn gemacht? Ach so, sie mag die Nazi. Nein, will ich nicht. Okay. Was ist denn mit der hier? Nicht Emily! Sebastian! Ah! Was? Was habe ich gemacht? Plop? Ich bin verwirrt. Mobra, lauft ihr alle rum? Das ist eine Kneipe. Kann ich mit dir jetzt reden, wenigstens? Pam said, yo, Gus. Gib mir noch eine halbe von deinem Stärksten. Okay, die sagt gar nichts anderes hier. Irgendwie keine Ahnung. Wieso laufen die hier alle rum? Lea, endlich mal. Lea, komm, hier jetzt. Bleib jetzt hier. Klepp. Ernsthaft? Lia Said, es ist einfacher, mit Bäumen befreundet zu sein. Sie haben nicht viel zu sagen. Okay, dann mache ich jetzt gar nicht so viele Worte, sondern nehme... Past Nixel. Standard. Na. Narzis selected. Narzisse. Lia Said, das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Siehst du? Ich kann auch nett sein. Kann ich jetzt mit dir reden? Du hast Lia heute bereits ein Geschenk gegeben. Yeah, weiß ich.